Radbande ist ein lose zusammengewürfelter Haufen von radsportbegeisterten Rennradfahrern aus Marbach, der Umgebung von Marbach. Wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen, aber zweimal die Woche fix am Dienstag um 18:30 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Mur. Man kann einfach kommen, es gibt überhaupt keine Vereinsstruktur, die dafür sorgt, dass ihr Mitgliedsbeiträge zahlen müsst oder Würstchen grillen müsst oder irgendwelche komplizierten Vereinsdinge tun müsst. Ihr könnt einfach kommen, zwei Jahre nicht kommen. Wenn ihr dann wiederkommt, freuen wir uns sehr. Aber halt immer mit dem Rennrad. Überwiegend Rennrad. Es gibt ein paar Leute, die fahren Gravelbike oder Cyclocross-Räder. Mountainbike hat sich nicht etabliert. Aber man weiß nicht, ist keiner noch werden. Kann alles passieren noch. Wichtig ist, dass wir haben ja nicht nur unsere regelmäßigen Termine, sondern wir machen auch Veranstaltungen. Das heißt, wir haben eine Schnitzeljagd im Jahr, wo dann auch offen ist für alle Radtypen. Wir machen, auch vorgegebene Strecken, ähnlich einer RTF haben und sowas machen wir. Dann haben wir noch unsere Wehlauf-Tour, nennen Sie das Ganze. Das ist eine 3-Tages-Ausfahrt, auch jetzt wieder rennradspezifisch, wo wir dann von Mur aus starten und dann irgendwo in Süddeutschland enden. Wir haben verschiedene Leistungsgruppen bei uns. Einmal die Kette links, wo dann die bisschen Schwächeren fahren oder die Mittelstarken. Und dann haben wir noch eine Gruppe rechts. Da fahren auch nochmal die Mittelstarken so ein bisschen und die Schnellen dann. Ab und zu gibt es auch dienstags eine Kesselngruppe, wo dann die ganz Schnellen unterwegs sind. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Mädelsgruppe, die auch parallel fährt, sonntags und dienstags. Und donnerstags gibt es nochmal eine separate Mädelstruppe, wo dann nur die Mädels fahren.